Glück auf, ihr lieben Bitcoin-Veredler und Bitcoin-Miner. Der Brezenhortler und ich, wir sind auf dem Weg nach Thüringen zu unserem Schmuckstück, der Green Bitcoin Farm 001 hier in Deutschland, um nach einer längeren Winterpause mal nach dem Rechten zu sehen und auch ein paar abgeschlossene Bauarbeiten zu kontrollieren. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit. So, bevor es losgehen kann, natürlich erstmal für den Hortler und mich zwei echte Thüringer Bratwürste. So, wir sind jetzt mal angekommen und ich freue mich sehr, dass unsere Prototypen-Ecke mit den gebrauchten Modulen, die auch einmal schon gewaschen wurden, dass die noch da ist, dass die keiner entwendet hat und dass die auch vor allem das Winterwetter überstanden hat. Da ist nichts locker. Ich habe es gerade eben mal getestet. Ist alles gut verankert. Das Ganze montieren wir auf Aluprofilen, wie man so aus der Solartechnik kennt, mit entsprechenden Schellen und Klammern, die dort verschraubt werden in einem Nutensystem. Ich kann das versuchen, mal hier von der Seite zu zeigen. Das Ganze ist mit Schlagankern von außen in die Fassade verdübelt. Und dann sind die Profile mit Abstand vor der Fassade. Einmal damit das Ganze noch Luft bekommt, die Fassade Luft bekommt, aber auch die Module von hinten Luft bekommen. Und man kommt natürlich auch zum Verkabeln noch relativ gut von hinten ran. Und man kann auch eigentlich relativ gut mal im Nachhinein ein Modul austauschen, wenn es wäre. Jetzt mal innen drin in dem guten Stück. Ist noch ein bisschen feucht hier hinten in der Ecke, weil das Dach undicht war. Aber mittlerweile ist jetzt das Dach abgedichtet. Und wir haben hier jetzt mal ungefähr die Hälfte unserer gebrauchten Solarmodule, die hier schon stehen. Die alle noch nicht gereinigt sind. Die sind noch gut verstaubt obendrauf. Kann man auch, hat da schon irgendeiner ein Bitcoin-Logo drauf gemalt? Nein, noch nicht. Und ja, die warten darauf, dass sie gereinigt werden jetzt diesen Frühling, diesen Sommer und dann draußen in die Fassade montiert werden. Hier gibt es unseren Plan für die Position der einzelnen Module. Und da kann man schon sehen, das ist die Außenfassade, die wir gerade eben angeschaut haben, mit dem Tor. Und oben auf der Dachfläche werden komplett neue 425 Watt Module montiert und jetzt vor kurzem die Entscheidung getroffen, dass auf der Südseite hier unten auch neue Module mit 425 Watt montiert werden. Das heißt, drei Außenfassadenseiten bekommen die gebrauchten Module. So, hier bekommt man mal ein bisschen eine Idee davon, von was wir hier sprechen. Sieht so ein bisschen aus wie ein altes Bundeswehrgelände, ist aber Gewerbegrundstück, teilweise mit Straßen drin, teilweise mit alten Fundamenten. Kanal ist verlegt im Grundstück. Und das ist alles Fläche, die wir jetzt auch gerade eben noch mal erweitern, wo dann auch Solarmodule in die Fläche, also ins Grün kommen sollen. Ob dann aufgeständert, ob auf Carports oder eben hier einfach nur mehr oder weniger mit Betonelementen ins Gras verlegt. Das ist jetzt hier unsere Ostseite und da hinten gibt es die Treppe, die zum Dach rauf führt, die ich jetzt mal rauf will, weil ich oben die neue Dachabdichtung mir anschauen möchte, wie die ausschaut. Denn als erstes geht es los mit unseren neuen Solarmodulen oben auf dem Dach. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Thüringer Bratwürste in der Menge, ob das so eine gute Idee war, wenn ich jetzt da hoch muss. So, das sieht also richtig gut aus. Das ist mehr oder weniger einmal die komplett neue Dachabdichtung für unser Solardach. Das war vorher auch mit Bitumenbahnen ausgestattet. Allerdings waren die mit Hand- oder Faustgroßen Löchern. Und da sind auch teilweise schon Bäumchen rausgewachsen. Und das Ganze ist jetzt neu versiegelt, neue Bahnen drauf mit einer Renovierungsbahn, heißt es, glaube ich. Das ist Spezielles, was unten drunter auch noch Luft durchlässt unter den Bahnen, damit sich da keine Blasen bilden. Und ja, hier können wir jetzt anfangen, unsere Module als nächstes oben drauf zu installieren bei 300 Quadratmetern Fläche. Komplette Ausrichtung gegen Süden. Hier sieht man jetzt mal schön die Trafostation. Das ist also hier vom Gewerbegebiet. Hier kommt der Strom an, mehr oder weniger, mit den Überlandleitungen, die etwas weiter entfernt, von hier 50 Meter entfernt, in den Boden gehen und die dann hier in eine Trafostation rauskommen. Und diese Trafostation, die ist genau hier bei uns entfernt. Was sind es, glaube ich, 15 Meter, wenn überhaupt. Also hier stehe ich oben auf der Halle und das ist unser Stromanschluss und das Kabel ist bereits schon gelegt, ist in der Halle schon da, falls wir dann doch mal irgendwann das Ganze on-grid betreiben wollen. Oh, hier liegt schon unser Rig für die Miner. Das ist noch nichts montiert, aber das Material ist schon da. Und hier hinten ist unsere neue
Eingangselektrik, das heißt der Hauptverteiler, ein Anschlusskabel, draußen von der Trafostation kommend. Das ist alles nagelneues Material und war dafür gedacht, dass hier bis zu 150 kW an Stromleistung zur Verfügung steht. Als wir noch an On-Grid gedacht haben, aber jetzt mittlerweile sind wir ja Off-Grid. Das heißt, diese Leitung, die schöne dicke schwarze, die man da unten sieht in der Mitte, die so Unterarmgröße hat, die bleibt jetzt erstmal momentan offline und wird erstmal nicht benutzt. So, wir haben hier unsere Südseite, wo noch der ein oder andere kleine Baum im Herbst spätestens weg muss. Und zwar kommen da auch komplett neue Solarmodule mit jeweils 425 Watt an die Fassade. Und hier ist noch eine weitere Spezialität. Das ist unser Green Bitcoin Farm Südhang. Und zwar ein Hang, der jetzt gerade eben seine ersten Testobjekte bekommen hat. Und zwar Minze und Himbeeren. Zwei von 5, 6 ausgewählten Kräutern bzw. Gewächsen, die wie Unkraut wuchern und uns dann irgendwann hier, eventuell in Verbindung mit Trocknung, wunderbare Kräuterernte am Südhang liefern werden. Das war dann mal mein kleines erstes Baustellenvideo von der Green Bitcoin Farm in Thüringen. Ich hoffe, es war für euch interessant und wir werden zukünftig immer wieder ab und zu mal ein paar kleine Update-Videos zu unserer Baustelle schicken, also auch diesen Sommer bereits und ja, bleibt gespannt. Wir berichten, was hier so alles passiert. Bis bald.